Helmut Schmidt, eine charismatische Person der Politik der Bundesrepublik Deutschland, die in vielerlei Hinsicht auch in der Kritik stand, ist Thema einer Ausstellung im Kloster St. Klaren in Weißenfels. Initiiert und mit einer kleinen Ansprache eröffnet von Rüdiger Erben. Ja, ich habe von der Ausstellung gehört, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung sie auch organisiert. Einige der Karikaturen kannte ich und deswegen habe ich gesagt, okay, kriegt man die mal nach Weißenfels. Und so ist die Idee vor einem halben, dreiviertel Jahr etwa entstanden. War sicherlich auch ein bisschen der Anlass, dass kurz vorher Helmut Schmidt verstorben war. Und so ist die Ausstellung heute nach Weißenfels gekommen. Und ich hoffe, dass viele, die in unterschiedlicher Weise Helmut Schmidt auch verehren, ja viele, ein Wochenende oder in den nächsten Wochen hierher kommen und sich die Karikaturen mal anschauen. Helmut Schmidt, das ist schon eine Politikerkarriere in Deutschland und so. Und das hat mich eigentlich auch interessiert. Und da ist das dann übers Büro Rüdiger Erben gegangen. Mit der Birgit Stabs und mit dem Rüdiger Erben haben wir da abgesprochen oder so, in welchem Zeitraum. Und da haben wir gesagt, Mensch, das passt eigentlich, weil Dixieland Festival ist. Und da kommen relativ viele Besucher, dass sie das auch nochmal sehen können, dass das auch eine breite Masse sehen kann. Und es ist eigentlich eine gelungene Ausstellung über die ganzen Jahre seiner Politik, die ganzen Karikaturen, das ist schon schön anzusehen. 70 Karikaturen, schön. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, die während der NS-Zeit verboten war und seit 1954 ein Verein ist, vergibt und vergab Stipendien, so auch an Helmut Schmidt. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist eine politische Stiftung, gibt es ja mehrere in Deutschland, gibt es die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung. Das sind die großen Stiftungen, die das organisieren, die auch für solche Art von Projekten auch Mittel zur Verfügung stellen. Ich habe da den einen oder anderen Kontakt hin und auf die Weise ist es zustande gekommen. Rüdiger Erben ist Politiker. Steht die Frage, ob er in Helmut Schmidt ein Vorbild sieht. Helmut Schmidt ist ein Pragmatiker und hat, ich sag mal, eine preußische Art der Pflichterfüllung. Und insofern ist er auch ein Vorbild. Wenn auch im kleineren Maße, habe ich in meinem Leben auch schon Hochwasser zu bewältigen gehabt oder einige gefährliche Situationen. Und dann nimmt man sich an so einen Menschen wie Helmut Schmidt, der das ja in hervorragender Weise in schwierigen Situationen gehandelt, natürlich auch ein Vorbild. Ich sag mal, ich war junger Mensch, wo ich das mal noch so ein bisschen Helmut Schmidt noch so gehört habe und so. Es ist immer einer zum Beschmunzeln, sag mal, mit seiner Rauchgeschichte, was er immer so gemacht hat, das war immer sehr zum Lächeln. Er hat ja überhaupt kein Blatt vom Mund genommen, egal wo er gewesen ist, er hat immer geraucht. Das war schon irgendwie, ist ein lustiger Politiker für mich. Wobei Karikaturen bedingt lustig sind, stellen diese doch auch immer eine Kritik dar. Ja, aber der Hintergrund ist der, dass Helmut Schmidt ja selber ein Fan von Karikaturen gewesen ist. Er ist ja später auch Herausgeber der Zeit gewesen, hat in seinem eigenen Büro zahlreiche dieser Karikaturen auch gesammelt und hat sich durchaus daran erfreut, wenn andere ihn auf die Schippe genommen haben. Und ich sage immer noch, das sind immer für mich persönlich immer noch gestandene Größen gewesen, so Politiker oder so, ja. Wenn ich heute da so manchen sehe und mit ihren Affären und was da mal alles rauskommt oder so. Ich meine, die haben auch ihre Ecken und Kanten gehabt. Auch Helmut Kohl hat seine Ecken und Kanten gehabt. Aber es waren schon Politiker. Die mit anderen Politikern klarkommen mussten und die Geschicke nicht nur ihres eigenen Landes lenkten. Helmut Schmidt führte, nachdem er als Bundeskanzler 1982 aufgrund eines Misstrauensvotums abgewählt wurde, keine politischen Ämter mehr aus. Dennoch war er ein gefragter Elder Statesman, der bei vielen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. Wenngleich dies nicht zwingend etwas mit der Politik zu tun hatte. Und Schmidt-Mütze. Ehrlich, das ist eigentlich so das Einzige. So, ne? Ich kenne noch so den, wo so in der DDR die ersten älteren Leute oder so mit den ersten Schmidt-Mützen kamen, die sich aus dem Westen haben schicken lassen oder so. Da erinnere ich mich so dran, ja. Wer seine Erinnerungen anhand der Karikaturen auffrischen möchte, bis Anfang August ist im Kloster St. Klaren Weißenfels dazu Gelegenheit.